Ne? Jetzt ganz anderes Thema. Also in der heutigen Zeit, was gibt es so? Die Drohnen, also die fliegen überall. Ne? Das ist die Gefahr für die kommenden 10 Jahre. Irgendwo wirst du verletzt durch irgendeinen kleinen Hubschrauber. Gut, die Drohnen sind überall. Bewaffnet, nicht bewaffnet, mit Kamera, egal. So, weiters natürlich das Abhören, das absolute Abhören. Jeder von uns kann und wird auch wirklich alles, was du schreibst im Internet, wird irgendwo gesammelt in Arizona. Ja, die Leute tun mir in Arizona schon leid, weil wer sollte sie bei diesen Trillionen Daten überhaupt auskennen? Wer soll das sortieren? Also, es ist alles, ja, wahnsinnig viel Klumpert, aber hat wenig Bedeutung. Aber ich möchte alle wer ist interessiert daran, dass man nicht abgehört wird? Dass dein Computer, dein Internet abgehört wird. Okay, so, ich muss jetzt ein Geständnis machen. Ich habe vor 30 Jahren für eine Firma Rode Schwarz in München gearbeitet. Vielleicht hat jemand von Rode Schwarz gehört. Das ist absoluter Abhörspezialist, das heißt, er macht die Elektronik für den deutschen Geheimdienst. Also, das waren absolute Spezialisten. Und ich habe von den älteren Kollegen eine große Weisheit gehört und wirklich, das Ziel gilt immer noch. So, willst du, dass dein Computer absolut abhörsicher ist? Ja, okay, dann musst du den Computer in einen Betonbunker stellen, richtig, ja? Keine Fenster, keine Türe, alles zu und natürlich keine Stromversorgung. Du darfst nicht für deinen Computer Strom aus der Steckdose ziehen. Natürlich kann Internet keine Strom, eigene Stromaggregate, richtig, ja? Und in diesem Betonbunker ist dein Computer absolut abwehrsicher. Also, wer das dem Beispiel folgen will, okay. Aber da, wenn dann schon ein Trojaner drauf ist, was dann? Na, wenn du in dem Buch, in dem Faradayschen Käfig, du bist im physikalischen Faradayschen Käfig, kann überhaupt nichts nach außen gehen. Wenn der Computer schon infiziert ist? Na, das ist ja ganz gut. Es kommt nichts nach außen. Ja, dann kann ich ja kann kein Millionen mal infiziert sein. Dann kann ich auch kein E-Mail dann schreiben. Aber ne, natürlich, kein Internet nach außen. Keine Verbindung nach außen. Das ist klar. Aha, witzig. Nein, kann gar nichts machen. Das ist wahr.